okay. Das läuft jetzt auch vernünftig, okay. Ja, ich glaube, so ist besser. Das stört sich immer noch. Habe ich den nicht auch geupgradet? Natürlich. Und so. Funktioniert immer noch mehr als nötig, gell? Bäh. Oder? 30 pro Minute? Mhm. Okay, perfekt. So, und du? Könntest sogar ein bisschen mehr machen. Zu 100, weil er so langsam ist. Naja, gut, läuft. Was brauche ich noch? Kupfer brauche ich. Kupferkabel. Kabel. Und zwar machen wir 1000 mit. So, Motoren. Habe ich das mitgenommen? Ja, alles, was ich hatte. Mit Kabel habe ich auch. Jetzt müsste eigentlich jetzt dann alles sein, was ich brauche. Und dann wird es interessant, weil dann haben wir Computerchips. Mega. So, wir müssen Motoren machen. Motoren. Ach du Großer, das kann ich hier machen. Nicht genug Platz im Inventar. Natürlich. Das kommt raus, und das kommt raus, und das kommt raus, und das kommt raus, und das kommt raus. Okay. Motoren. Könnte ich eigentlich auch automatisiert machen, aber... Ja, eigentlich könnte ich es echt machen, gell? Ich bin es halt an so einem Punkt, wo ich sage, ich habe eigentlich alle Grundzutaten, die ich brauche. Warum soll ich jetzt noch mehr Action machen? Dann brauche ich noch mehr Strom. Und solange es so geht, bin ich ganz happy. Das reicht mir erstmal. Warum habe ich jetzt eigentlich 9 Eisen im Inventar? Ich weiß, ich mache mehr als ich brauche. Ist ja gewollt. Ich werde noch so viele Motoren brauchen. Vor allem für die Gasmaske waren es, glaube ich, auch einige. So, jetzt fehlt nur noch Rotor, aber das sollte jetzt dann kein Problem mehr sein mit den neuen. Constructor für Eisenstangen. So. Heraus das Zeug. Da angefangen. Und dann der volle. Gib ihm. Juhu. Milestone reached. The manufacturer increases production complexity. A critical look at production line logistics and efficiency is recommended during integration. The truck allows for increased efficiency in transportation, automated or otherwise. Alter. Die Frage ist, was für Teile soll ich da bauen? Ich wüsste schon was. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Nicht genug. Kann ich noch ein zweites Hub bauen? Nee, gell. Das hinten ist echt blöd. So, jetzt kann ich auf jeden Fall ein Ding bauen, gell? Computer. Na gut, ich könnte es theoretisch füttern, das Ding. Ja gut, komm, Schrauben sind gleich gemacht. Kunststoff könnte ein Problem sein. Wie hat das jetzt geteilt? Hä? Kunststoff könnte ein Problem sein. Wobei ich da auch mittlerweile so viele haben sollte.
Ich brauche einfach mal 2500er Stacks. Mal gucken. 500er exakt. Ja, okay. Was brauche ich da jetzt alles? Mal gucken. Na, da. Alter. Alter. Platinen. Wer soll Platinen machen? Okay, das ist simpel. Dann brauche ich quasi Kupferdraht und Plastik. Schon wieder Kupferdraht. Und Tonnen von Schrauben. Ja, okay, Plastik habe ich. Schrauben, 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 Schrauben sind oben. Da war Kupferdraht. Wie habe ich da jetzt? Ach du großer Gott, das ist ja traurig. So, die können da rein. Halt. Und sobald das Lager hier voll ist, wird es auch ein bisschen ruhiger dann. Und dann produziert eigentlich gar nichts mehr. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr. Nehmen wir die einfach mal mit. Mit. Rotoren hatte ich nichts mehr, gell? Nein. Schrauben, das habe ich auch noch. Kabel. Und wenn wir schon mal hier sind. Da war's. Dann hau ich die Motoren nämlich auch gleich wieder rein. Also die Stratoren. Und die Metallplatten. Ja, okay. Wieder zurückrennen, gell? Ah, ich sag ja, das ist ein Hin- und Hergerennen, ne? Aber jetzt brauche ich noch Plastik. Das da hier. Und zwar nicht gerade wenig. Eigentlich fast alles. So, schauen wir mal. Platinen. 67. Ach so, weil Kupfer fehlt. Dieses blöde Kupferkabel heißt so lange. Es ist gelaufen und ich es gebraucht habe. Und jetzt, wo ich es brauche, habe ich keins. Ach je. Elf kann ich machen. Weil die Platinen fehlen. Ja gut, aber Platine ist aber auch, ja, auch gleich gemacht, gell? Wenn du kannst das alles separat machen lassen. Aber so richtig funktionieren tut das dann auch nicht. 130. Habe ich noch? Nein. Okay, Plan B. Das passt da eh nicht rein. Das weiß ich jetzt schon. Brauche ich gar nicht erst gucken, aber ich habe es trotzdem getan. Weil ich ein Profi bin. Mir schwebt gerade vor, ich könnte eine Reise machen. Zum einen das ist so typisch. Zum einen werde ich dann ein bisschen was los. Dann den ganzen Zirkus im Inventar rumschleppe. Zum anderen kann der ja in Ruhe weitermachen. Und sich komplett darauf konzentrieren, was er. Weißt schon. Du weißt, was ich meine. Kann ganz in Ruhe das sein Zeug machen. Toll, die Motoren habe ich jetzt immer noch im Inventar. Habe ich nicht auch noch Rohre? Ach, die passen eh nicht rein. Hä? Da passt auch nichts mehr rein. Da passt sowieso nichts mehr rein.
So. Dann habe ich die wenigstens schon mal separiert. Ja, okay. So geht's auch. Zement. Das nehme ich alles mit. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Okay. Brauche ich noch irgendwas? Vielleicht das Ding in der Hand. Da habe ich eine Idee. So. Fahrzeug. Brennstoff. Brennstoff. Notfalls habe ich ja noch 72 von dem. Das sollte eigentlich immer drinnen bleiben, aber irgendwie, naja. Ich weiß nicht genau, wo ich da lang muss. Ich werde ein bisschen testen müssen. Hä? Der fährt so komisch. Bläst aber das Benzin ganz gut, hey. Ich glaube, hier muss ich rechts. Passe ich da durch? Müsste. So, da ist Gift. Sieht noch respawned aus. Okay. Da ist der Riesentorbogen. Okay. Dann müsste ich mich rechts halten. Ich dachte, die Karte läuft denn da lang, dabei ist es das Viech. Ich habe noch nie geschaut nach diesen Tieren, nach diesen roten Tieren. Ich habe dich gerade gehört. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich habe dich gehört. Das sind die wieder. Ein Dodo. Er ist weg. Okay. Egal. Alter. Ist das euer Ernst? Du kannst dich einfach so ein Loch hinmachen. Oder ist das etwa... Das ist die Spinnenhöhle. Die wollte ich eh nochmal besuchen. Am besten mit euch. Ich weiß nicht genau, wo es da reinging. Müsste irgendwie unten sein. Hier so in diese Richtung. Nein, da nicht. Ich sammle das Zeug jetzt nur, weil ich Sicht brauche, wo ich hinlaufe. Nicht, weil ich Biofilm machen will. Keine Sorge. Bio bin ich erstmal weg. Da oben ist eine Stecke. Eisen. Ich sehe dich. Das schaut so furchtbar aus. Hier unten sein, glaube ich. Der Eingang. Irgendwo hier war so ein Eingang. Mal gucken. Schöne Schnecke gehört oder sowas. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Jede Menge Grünzeug. Ah ja. Das sind wir schon. So, hier gibt es natürlich wieder Spinnen. Kupfer? Kupfer. Und diese komischen Pilze. Du wisst ja, ich bin eine kleine Pussy, deswegen renne ich immer nicht. Gibt es hier noch irgendwo was? Ich will das mit der fetten Spinne gehen.
Kalk. Ist schon eine geile Höhle eigentlich. Also hätte man die große Schluchtfalt. Hier geht's rein. Direkt beim Kohlekraftwerk sozusagen. So, da vorne bräuchte ich jetzt natürlich dann das... die Gasmaske. Rein theoretisch. Oder man ist halt schnell genug. Da muss aber auch kampfbereit sein. Noch jemand? Gut, dann nicht. Da könnte man sich auch super mit dem Auto reinfahren. Naja. Die kann ich nicht irgendwie looten, die Spinnen, die spawnen dann einfach. Die sind eh nicht so besonders, die Dinger. Kupfer? Kupfer. Geht's halt um den Pilzer. Vor allem, ich mache mal das Licht aus. Schau, wie sie leuchtet durch diese seltsamen Pflanzen. Das wollte ich gar nicht. So. Ich sehe eine Tür, eine Spinne. Ist klar. Kalkstein. Noch vor allem gut Damage, die Kleinen. Was wie Minecraft. Na, brauche ich nicht mehr. Habe ich schon zu Genüge, danke. Ich glaube, hier gab es kein Uran, soweit ich weiß. Gab es irgendwas anderes, was auch krebserregend ist? Ah ja, diese komischen Pflanzen. Sind wir schon unten, oder was? Mit diese Giftsprüher. Ich würde ganz gerne wissen, wie ich die klein kriege. Und wo die fette Spinne sitzt. Ich weiß, hier ist eine Spinne unten. Ach, das war das Sam-Ohr. Oh. Wo ist denn die Spinne? Muss sie irgendwo sein? Oder ist die gar nicht mehr da? Nee, ich war hier unten noch nicht. Das wüsste ich doch. Speckpilz. Sehr mysteriös. Keine Spinne. Na toll, danke. Das habe ich jetzt davon, dass ich so lange neben dem Ding stand. Nibbelt hier die ganze Gegend ein. Immer noch zu nah, oder was? Ich hätte mal eine Frage. Ah, ich hab's im LKW gelassen. Ah, ich bin ein Held. Na toll. Die Frage ist, wofür ist dieses Sam-Ohr? Oh. Warum kann ich die nicht angreifen? Da habe ich auch schon so viel gesammelt gehabt. Hab bis jetzt nicht rausgekriegt, wofür ich es brauche. Vielleicht später. So wie Uran auch. Ich meine, ich kann ja theoretisch... Das war übrigens schon die Höhle, gell? Also... Die Spinne habe ich scheinbar doch schon erlegt.
sehr mysteriös. Man muss da Mut haben. Dann kommt man überall hin. Wieso habe ich den Orb da nicht mitgenommen? Wofür die gut sind, weiß ich auch noch nicht. Die wollte ich eigentlich mal analysieren. Aber irgendwie hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Beziehungsweise nicht funktioniert. Oder ging nicht, oder? Kupfer, Kupfer. Ich höre eine Schnecke. Bitte schubst du mich nicht, bitte schubst du mich nicht. Okay. So. Haben wir jetzt ein paar Speckpilze eingesammelt. Das ist auch ganz gut.